Ja, mir verschlägt fast die Sprache. Ich bin hier einmal rumgefahren und vor längerer Zeit und sehe jetzt hier, was daraus entstanden ist, wie es weitergeht. Danke, dass ihr hier seid. Ja, was führt uns zusammen? Ich denke, die Wut über das, was hier geschieht, die Ohnmacht, etwas mit ansehen zu müssen, was einfach nicht in einer Demokratie mehr sein darf, aber auch die Hoffnung auf Vernunft, auf Allianzen der Vernünftigen. Und ich möchte vier Dinge kurz ansprechen. Einmal Dank an diese Initiative Rettet das Landleben im Tollensetal. Es geht also nicht um einen Einzelnen, es geht um eine Kultur der Landschaftsnutzung. Es geht um unsere Kultur, Landschaft, und der Name Kultur, der Begriff Kultur ist dabei wichtig. Also danke für diese Initiative, danke für diese fast 80. Inspektion, danke für dieses Netzwerk, was Sie, Herr Kröger, hier mit initiiert haben. So, kurz dann, ja. Ein wenig will ich zur Dimension etwas sagen, weil heute viele hier sind, denen vielleicht nicht alles bekannt ist. Zum Zweiten dann die Dimension des Investors Adrian Strathoff. Dann zum Dritten die Dimension für unser Land Mecklenburg-Vorpommern, die internationale Dimension derartiger Anlagen. Und zum Schluss noch ein persönlicher Appell an den Investor. Ja, ganz kurz, also 10.500 Sauen, 250.000 Ferkel im Jahr, eine Viertelmillion, 5.000 jede Woche hier produziert. Ich sage bewusst produziert, denn was hier ist, das ist vergleichbar einer Schraubenfabrik in einer Industrieanlage. Europas größte Ferkelfabrik und das in Vorpommern, 5 Hektar fruchtbarer Grundmoränenboden hier außerhalb der Siedlung geopfert. Und nun der Investor Strathoff. Sie wissen, er hatte zeitweise Verbot in Niederlanden weiter zu wirtschaften. Er hat inzwischen 9 Standorte im Osten Deutschlands okkupiert. 4 in Sachsen-Anhalt, dort ist auch seine Zentrale. 3 in Mecklenburg-Vorpommern, das ist die dritte. 2 in Sachsen. Strathoff sagt, solange die Menschen dieses billige Fleisch in immer größerer Menge haben wollen, so lange sieht er sich berechtigt, immer größere Anlagen aufzubauen. Es liegt also in großen Teilen an uns, ob er Recht behält oder nicht, aber es liegt genauso in einer Demokratie, in einem alten Europa an den Regierenden. Ich hatte kürzlich die Möglichkeit, mit dem neuen Umweltminister zu sprechen und wünschte ihm bei dem großen Vorhaben Energiewende viel Erfolg. Ich denke, die Energiewende werden wir schaffen. Da bin ich stolz auf Deutschland, dass wir Atomausstieg und so weiter gemeistert haben. Und ich sagte ihm aber, Herr Bundesumweltminister, nun, dass die nächste Baustelle genauso wichtig, genauso bedeutsam, das ist die Weiterführung der Agrarwende. Und da lächelt er, guckt mich an und sagt dann, ja, Herr Zucko, mit dieser Bundesregierung ist das nicht zu machen. Da müssen wir erst Frau Aigner durch einen anderen ersetzen. So. Das ein neu berufener CDU-Minister. So, Investor Strathoff weitermachen. Er baut diese Überkapazitäten auf, bewusst, um eben damit das Landleben, die normale Entwicklung zu torpedieren. Und die Gesetzlichkeiten, wie wir alle wissen, lassen das im Prinzip zu. Es ist, so scheint es, alles rechtens, wenn wir dann weiter still sind. Nun ein wenig zu Mecklenburg-Vorpommern. Also ich kann Ihnen sagen, innerhalb der ostdeutschen Bundesländer hat in diesem Mecklenburg-Vorpommern ein Umdenken bei den Regierenden doch nicht nur begonnen, sondern manifestiert sich. Herr Backhaus wird demnächst Vater, damit wächst auch seine Verantwortung.
Ministerpräsident Sellering will diese Anlagen nicht, aber wie es bei Politikern ist, sie warten auf Bürgerbewegungen, weil sie dann ja etwas mutiger werden. Also ohne Bürgerbewegung geht's nicht. Und ihr kennt alle das große Vorhaben Dong Energy in Greifswald, das größte Kohlekraftwerk in Europa, ein dänischer Investor. Alles war klar, es war alles rechtmäßig und diese Anlage wurde nicht durch Einsicht der Politiker, dass dieses Zeitalter fossiler Energien zu Ende ist, gestoppt, sondern durch Bürgerbewegung, durch das Öffnen der Tore des Großen Doms, durch unzählige Protestveranstaltungen. Dong Energy hatte schon viel investiert, vor allen Dingen Menschen gekauft, Sportverbände bekamen Kleidung und so weiter. Er hat dann aufgeben müssen. Und heute, wenn Sie fragen, egal welchen Politiker, war das nicht gut, dass das verhindert ist? Alle sagen ja, auch CDU, damals Wirtschaftsminister Seidel, sagt, es war gut, dass das nicht gebaut worden ist. Schon nach 3 Jahren, so raschlebig ist die Zeit, Bürgersinn hat also hier etwas erreicht, Gemeininteressen, Gemeinwohl und nicht ein Investor. Nun zu diesem Land Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben übermorgen in Rostock eine große Konferenz, Branchenkonferenz zur Gesundheitswirtschaft. 650 Ärzte aus ganz Deutschland kommen nach Rostock, 2000 Anmeldungen, Herr Sellering wird das Ganze eröffnen. Und ob er es glaubt oder nicht, die Natur, der Kapitalstock Natur wird begriffen, auch bei den Medizinern. Ich habe früh am Donnerstag die Eröffnung, Kapitalstock Natur, Mecklenburg-Vorpommern, was haben wir davon? Also, was hat das Land für eine Zukunft mit einer Gesundheitswirtschaft, mit einer Tourismuswirtschaft, mit einer Landnutzung, die Arbeitsplätze in der Landschaft schafft? Das muss der Weg sein. Es wird begriffen, es fängt an zu dämmern und wir müssen wach sein, dabei sein. Also ja, und auch in der Bundesregierung, also die Grünen sind fest entschlossen, wenn sie dann in eine nächste Bundesregierung kommen, und das könnte sein, eben einen Bundestierschutzbeauftragten erstmals zu installieren. Wir haben einen Bundesdatenschutzbeauftragten, einen Wehrbeauftragten und so weiter, aber es gibt bisher keinen in der Bundesregierung, im Parlament, der sich den Fragen des Tierschutzes an höchster Stelle eben widmen kann. Und das ist dringend notwendig, denn dann kann eingeklagt werden, das, was Bundesumweltverbände können, aber Tierschutzverbände noch nicht. Nun ganz schnell die internationale Dimension. Also was hier jetzt entwickelt wird, ist wirklich globaler Wahnsinn. Ich will nur den Kreislauf kurz nennen, der hier passiert. Das Futter, was diese Schweine fressen müssen, ist genmanipulierte Soja aus Brasilien. Monsanto schafft dort die Grundlagen. Riesige Urwälder werden gerodet, um Soja anzubauen. Dann Containerschiffe schaffen diese Sojamengen an die Häfen nach Hamburg, nach Rostock. Und das mit Schweröl, also dieser Restfraktion der Erdölraffinerien mit höchsten Belastungen, Schwefel, umweltunverträglich, darf nicht mehr sein. Dann kommt das Futter an, dann werden hier die LKWs rollen, um diese Zahlen, ich hatte sie genannt, 10.500 Sauen und nicht nur hier zu verpflegen. So, dann die Exkremente, die Kadaver, das bleibt hier, und das Fleisch. Diese Überproduktion brauchen wir gar nicht. Das geht nach China, das geht nach Russland. Und das ist die Perversion, die einfach nicht sein kann, wie sich dieses Deutschland, wenn wir Hungersnot hätten, wenn wir leiden würden, aber hier diese Überproduktion, diese in Anführungsstrichen Veredelung hinzunehmen, zu akzeptieren, das ist für mich eines der ganz großen Versagen der deutschen Politik. Und deshalb hier immer noch mehr zu produzieren, die kleinen Schweinehalter zu liquidieren, Arbeitsplätze in Größenordnung zu liquidieren, denn dieses Unternehmen Strathoff hat insgesamt bei den 8 Anlagen 200 Menschen beschäftigt. Stimmt.
Nichts im Vergleich zu dem, was kaputt gemacht wird. So, und dann, was passiert mit dem Grundwasser? Was passiert mit dieser Natur, die sich etwas regeneriert hat? Was passiert mit dem wachsenden oder werdenden Tourismus? Und nun zum Schluss noch ein wenig, ja, Herr Strathoff, wem nützt es, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein? Denn diese Gier, die ihn treibt, und nichts anderes ist es ja, ja, und das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Und deshalb, ja, mein Appell, unser Appell, gehen Sie zurück nach Holland, bauen Sie dort eine Musteranlage für nachhaltige, für zertifizierte Schweinemast auf. Zeigen Sie der Welt, dass es anders geht. Und Sie werden Zuspruch kriegen, man wird Ihnen vielleicht sogar ein Denkmal errichten. Und lassen Sie dieses Vorpommern, diese Landschaft, in ihrer Ruhe, in ihrer Weite, in Frieden. Denn unsere Grundlage, unsere Basis für die Zukunft, und das ist, glaube ich, jedem klar, gesunde Böden, gutes Grundwasser, saubere Luft, die Lerche am Himmel, das ist das, mit dem wir in die Zukunft gehen können und wollen. Und dann werden wir auch die schlimmsten Krisen dieser Welt, die auf uns warten, ich glaube, das ist inzwischen jedem klar, dass das nicht mehr lange gut gehen kann. Dann werden wir das gut überstehen. Und deshalb folgen Sie dem Beispiel von Schweißfurth. Der eine oder andere wird diese Geschichte kennen. Schweißfurth, ein Sohn eines der bedeutendsten Metzger in München, wurde von seinem Vater nach dem Krieg auf die Schlachthöfe nach Chicago geschickt, um zu lernen, wie man produziert. Er kam wieder, hat Herterfleisch aufgebaut, einen großen Konzern, den Beginn der industriemäßigen Mast. Und dann hatte dieser Schweißfurth drei Kinder und diese Kinder verweigerten sich, diesen Vater zu akzeptieren und sagen, Vater, wir können nicht mehr in deine Augen schauen. Was du in deinen Anlagen den Tieren antust, die dort gequält werden, das machen wir nicht mehr mit. Und dann ein Wunder geschah, Schweißfurth, er hat mir das erzählt, ich war mehrfach bei ihm, er hat dann das gesamte Hertha-Fleischkonzern-Unternehmen verkauft, es ist in großen Teilen dann zerstört und er hat die Hermannsdorfer Landwerkstätten bei München aufgebaut. Glückliche Tiere, handwerkliche Verarbeitung, zertifizierte Produkte, ein Anziehungspunkt für die Region, die Schönen und Reichen in München kaufen nur bei Schweißfurth ihr Fleisch und viele andere auch. So, und auf einmal ist ein Gegenkonzept entstanden. Schweißfurth hat eine Stiftung begründet, die Kinder haben, der eine macht die Agrarproduktion, der andere bis hin zum Fleischhof, die dritte, die Tochter, macht alles, was an Backwaren und so weiter dazu gehört. Also auf einmal ist ein Manufakterer, eine Manufaktur entstanden, die eine Landschaft belebt, die Menschen anzieht, die etwas Vernünftiges produziert. Und dieses Deutschland hat nur eine Zukunft, und da geben mir alle Politiker recht, wenn wir Qualität erzeugen, wenn wir nachhaltig sind. Und das, was hier geplant ist, hat mit dem allen überhaupt nichts zu tun, sondern das Billigste, das Primitivste herzustellen und dann damit zu sagen, ja, ich versorge ja die Welt. Also ich kann euch und Sie alle nur ermuntern, ja, verweigert euch, vernetzt euch, das hier muss verhindert werden und die Nachkommenden werden uns alle sehr dankbar sein, wenn hier wieder Frieden in die Landschaft kommt. Danke. Herzlichen Dank an Professor Suko. Dank ganz besonders, weil diese Unterstützung für uns so wichtig ist, denn